Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Tech-Pirat aus dem wunderschönen Düsseldorf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute sind wir in meinem Ladengeschäft. Ich habe eine Umfrage gemacht, ob eine Roomtour von meinem Laden bzw. da, wo ich arbeite, was ich so mache, ganz interessant wäre. Und knapp 70% haben gesagt, jo, können Sie sich gerne vorstellen, würden Sie sich vorstellen. Also von daher möchte ich da natürlich nicht Nein sagen und dann auch jetzt euch die Roomtour zeigen. Das heißt also, alles Weitere seht ihr nach dem Intro. Ja, wir sind hier am Eingangsbereich von meinem Ladenlokal. Also hinter mir ist direkt die Tür. Da kommen also die Kunden rein und dann könnt ihr im Prinzip den Laden betreten. Ich habe den jetzt sehr offen gestaltet. Vor ein paar Tagen eigentlich oder vor einer Woche war der noch ein bisschen ja, mehr zugestellt, weil ich ja eine Postfiliale hatte. Die stand da rechts und das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Deswegen habe ich im Grunde genommen jetzt das Ganze ein bisschen offener. Was seht ihr hier direkt im Eingangsbereich? Ich habe hier so eine kleine Sitzlounge für die Kunden, wenn die warten. Ich habe ja, oder biete ja Reparaturen an. Teilweise sind dann solche Sachen natürlich sofort möglich. Oder ich helfe beim Einrichten von Computern oder sonstigen Geräten und dann können die Kunden natürlich dann darauf warten. In der Ecke steht hier aktuell ein Klicksautomat, den ich verkaufe. Den habe ich bei Kleinanzeigen drin. Da gibt es auch schon eine Menge Interessenten. Einer möchte den gerne auch zugeschickt bekommen. Da bin ich gerade noch in der Preisfindung, beziehungsweise müssen wir mal schauen, wie das aussieht mit der Spedition. Aber das soll der Kunde dann selber organisieren. Ja, ansonsten habe ich hier auch immer eine Auslage, also ein Fenster, meine Fensterauslage. Da biete ich dann im Prinzip meistens so gebrauchte Computer an oder dekoriere die zu Weihnachten ganz schön oder habe hier jetzt zum Beispiel eine Powerstation von Blue Yeti, die ich da verkaufe, das ist immer ganz unterschiedlich. Ja, dann bin ich ja ein Apple-Fan, also Mac-Fan, und das macht sich hier dann natürlich bemerkbar. Ich habe hier so eine kleine Ausstellung aus verschiedensten Apple-Computern, iMacs, Vorgänger vom iMac, beziehungsweise der erste iMac ist auch da, ne? So sah der früher mal aus. Dann habe ich hier Macintosh Classic, das waren so die, sagen wir mal, die Variante, die kommerziell am meisten verkauft wurde seinerzeit. Dann habe ich hier noch ein Powerbook von Apple und so weiter. Also das sind so die Highlights, die ich hier so stehen habe, so aus reinen Dekorationszwecken. Da hinten habe ich auch noch ein Apple-Poster, ein Original, habe ich mal ersteigert. Kommt leider oder geht, ist gerade jetzt ein bisschen, geht es gerade ein bisschen unter, ne? Weil der Klicks davor steht. Das heißt, sobald der weg ist, hat das natürlich wieder seinen eigenen Raum. Ja, parallel dazu habe ich jetzt hier einen besonderen Kühlschrank. Dazu gibt es allerdings noch einige separate Videos. Das ist ein Kühlschrank, den man ganz simpel mit einer Kreditkarte oder EC-Karte öffnen kann. Und dann kann man sich dann da die Getränke rausnehmen und der Kühlschrank merkt selber, ja, dass da was rausgenommen wird. Da ich ja momentan im Umbruch bin, habe ich jetzt hier eingepackt gerade noch so eine kleine Theke von Nokia, die wartet auf ihren Abholer. Da gibt es also schon jemand, der die abholt, weil ich habe auch auf der anderen Seite habe ich hier aktuell diese beiden Displays stehen. Das kommt noch weg, das bleibt im Prinzip erhalten. Das ist auch von Nokia. Die habe ich vor vielen Jahren habe ich die gekauft und habe auch eine Theke hier von Nokia gekauft und die brauche ich jetzt in der Form nicht mehr, weil da waren früher, also da waren bis jetzt immer Handyhüllen und so weiter drin. Die kommen allerdings weg, denn man kommt im Prinzip ja mit den Handyhüllen überhaupt nicht mehr hin und her. Sollte ein Kunde also was wünschen, dann werde ich dann ihm das ja, bestellen, in den meisten Fällen. Ne? Hier habe ich meine Alarmanlagen-Präsentationswand. Ich bin Lupus-Partner. Lupus ist ein deutscher Hersteller für Alarmanlagen. Und hin und wieder installiere ich die dann auch schon nochmal, um dann den ein oder anderen Kunden ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Eine klassische Vitrine habe ich hier mit diversen Zubehör für ja, Reparatur bzw. Netzteile, also was man so braucht im Computerladen. Dann habt ihr vielleicht schon die beiden Kartons gesehen. Das sind zwei Solarpanels, dazu muss ich noch ein Video machen. Die sind vorgestern angekommen. Und zwar haben die so eine Besonderheit, das ist ein Solarpanel inklusive dem Mikrowechselrichter. Das heißt, da muss man keinen extra mehr anschließen, sondern die sind so komplett.
Ja, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier ist dann also die Theke. Da kann man ein paar Gutscheine erwerben, hier mit EC-Karte zahlen. Dann hat man hier Visitenkarten und so weiter. Hier habe ich, wenn ich mal was biegen muss, gerade biegen muss, einen kleinen Amboss. Ja, so geht das hinter der Theke. Das sieht ein bisschen chaotisch aus, aber so ist es halt. Ja, da Auftragszettel und meine Kasse. Und dann habe ich hier einer meiner Lieblingsgeräte. Das ist die Geldzählmaschine. Ja, da muss man einfach nur das Kleingeld reinnehmen. Dann drückst du hier auf Start und dann fängt er an, das Geld zu zählen. Ne? Also das ist schon sehr komfortabel. Drucker. Ja, hier ist mein ganz normaler Computerarbeitsplatz. Das sieht man auch. Der ist im Prinzip am meisten, den ich also am meisten nutze sozusagen. Da habe ich ein Elektronenmikroskop für feinste Arbeiten und. Dann verschiedene, ja, viele Kugelschreiber, Ersatzteile, Schraubenzieher, was man nicht so alles braucht. Ein Lötkolben und. Ein besonderes Netzteil. Ja. Hier habe ich einen zweiten Arbeitsplatz, der wird gerade nicht genutzt. Der wurde ja bis jetzt immer von meinem Mitarbeiter genutzt. Den gibt es allerdings nicht mehr. Der Marcel hat uns verlassen. Durch die Aufgabe der Poststation hat sich im Prinzip der ja, Arbeitsplatz nicht mehr gerechnet. Deswegen haben wir jetzt erstmal uns darauf geeinigt, dass er uns verlässt. Ja, dann haben wir hier einfach nur so diverse, ja, Kleinscheiß. Also das sind dann hier Handy-Displays und so weiter. Also Sachen, die man so braucht. Ein bisschen Werkzeug und meine Apple-Präsentationswand. So, wir können ja mal ein bisschen näher rangehen. Das sind alles Original-Apple-iPhone-Hüllen, die ich ja quasi erworben habe, bekommen habe. Und das ist dann natürlich schon cool. Deswegen habe ich die einfach mal da so als Wand gemacht. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier ist jetzt der hintere Raum. Kurze Werbeunterbrechung. Dieses Video wurde mir ermöglicht durch die Firma Mackie. Und zwar haben wir hier ein kleines Produkt, mit dem ich die ganze Zeit hier auch schon filme. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Und zwar haben wir hier das EM95ML von der Firma Mackie. Das ist ein kabelgeführtes Mikrofon mit einem eigenen kleinen Verstärker. Der besondere Vorteil an dieser Konstruktion ist letztendlich, dass ich hier auch einen eigenen Kopfhörer anschließen kann. Das heißt also, ich habe meine eigene Regie dabei. Dazu kommt dann für die Aufnahmemöglichkeiten, dass ich ein sehr schönes, langes 3,5 Meter Audiokabel habe als Verlängerung zum Telefon oder zum eigentlichen Gerät. Ich habe es jetzt hier am iPhone angeschlossen mit einem Klinkenadapter ganz normal über den USB-C-Anschluss und das Mikrofon ist hier bei mir angebracht. Das Coole an so einem Setup ist natürlich immer, dass du direkt sozusagen deine eigene Regie bist. Ne? Du kannst dein gesprochenes Wort sofort auf den Ohren mithören und daran natürlich ausmachen, ob du übersteuert bist oder nicht und vor allen Dingen, ob die Tonqualität entsprechend gut ist. Das ist schon enorm vorteilhaft. In der eigentlichen Aufnahmesituation, wenn ich alleine bin, nehme ich dann die Kopfhörer raus, damit die nicht irritieren. Mich selber stört das nicht so sehr, aber es gibt ja manche, die stört das sehr, wenn die sich selber hören. Und deswegen nehme ich den raus und dann kann man ganz normal filmen. Mikrofon kann man hier ideal platzieren mit einer kleinen Klemme und dadurch bin ich natürlich in der Lage und durch das Mithören dann letztendlich auch dafür zu sorgen, dass hier eine ordentliche Tonqualität herrscht. Ja, also hier ein optimales Live-Setup oder Live-Streaming-Setup, wie ihr es wollt, oder für Videoaufnahmen, Interviews oder ähnliches. Denn damit lässt man im Prinzip hier mit diesem Setup keine Wünsche offen. Hat euch die Videoqualität bzw. die Soundqualität überzeugt, dann dürft ihr gerne dem Link in der Videobeschreibung folgen. Ich verlinke euch das Produkt. Und dann könnt ihr euch die einzelnen Parameter auch nochmal angucken. Aber wie gesagt, top. Also ich bin damit sehr zufrieden, habe es oft im Einsatz, gerade im Außenbereich, wenn viele Störgeräusche sind, dann macht sich natürlich so ein dediziertes Mikrofon schon bemerkbar. Er wird ja überwiegend, sage ich jetzt mal, für das Automatenbusiness genutzt. Und oder aber auch hier mit meinem zweiten Arbeitsplatz für die gesamten Computerreparaturen. Also ich habe alles, was ich mit Computer repariere, mache ich hier, weil hier habe ich nochmal eine Anti-Stati-Matte und hier habe ich im Prinzip alle Kabel, die ich immer so brauche. Hier habe ich mein
kleinen Computer, mit denen ich dann ja, über meine Programmiergeräte dann die BIOS programmiere und ähnliches. Also das ist einfach, ja, der Computerarbeitsplatz, wo halt die ganzen technischen Anforderungen erfüllt werden. Ja, dann ganz normal, ganz hier Regale mit allem möglichen Scheiß. Also ich bin da auch dabei, gerade am Ausmisten. Hier habe ich Verpackungsmaterial für den Versand. Dann habe ich hier Altpapier, dann meine Kisten für den Automateneinsatz. Und hier sind dann schon die ersten Produkte bevorratet. Das sind für diese Heißgetränke bzw. Klicksautomaten, habe ich euch ja vorne einen gezeigt. Da haben wir immer oder muss ich immer Ware auf Vorrat haben, weil ich da ein paar Kunden habe. Wie sieht das alles? Klicks, 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 Klicks. Und das Gleiche ist dann im Grunde genommen hier auch alles voll mit Klicksautomaten, also beziehungsweise mit Produkte für den Klicksautomaten. Also hier schon echt viel geworden. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ja, ich habe hier jetzt auch noch für die Snackautomaten natürlich auch entsprechend Bevorratung. Das heißt, wir haben die Red Bull, die ganzen Dosen, Capri-Sonne und ein paar andere Artikel, die hier liegen. Und dann kommen wir eigentlich in mein Snackautomaten-Vorratslager. Das ist gerade leer gefegt. Habe heute schon eine neue Bestellung gegeben. Da kommt übermorgen wieder neue Ware. Da geht es also darum, hier Cola und die ganzen Getränke. Dann verschiedenste Sinalco-Produkte, dann die ganzen Riegel, die man so benötigt. Ne? Das ist ja, sagen wir mal, ideal Standard. Nüsse, Kekse und verschiedene Fruchtgummis. Wie ihr seht, leer gefegt. Normal ist hier alles immer voll. Da muss ich gerade neu bestellen, beziehungsweise habe ich neu bestellt. Dann die Beefy-Produkte, andere Schokoladenprodukte, dann hier Käsekuchen und so weiter. Also da kann man ja sich doof und dusselig kaufen mit ganz vielen verschiedenen Artikeln. Jetzt gehen wir mal zusammen zurück, damit ihr nochmal so einen Eindruck bekommt von den gesamten Räumlichkeiten. Also wie gesagt, da hinten ist die Straße und hier gehe ich dann immer und bediene meine Kunden. Hallo lieber Kunde, schön, dass du da bist. Ja, dann nehme ich euch noch mit in die kleinen Nebenräume sozusagen, die darf man auch nicht vernachlässigen. Hier ist die Toilette, die muss ich euch jetzt nicht zeigen, aber hier haben wir eine kleine Küche mit einer Kaffeemaschine und einer Spüle entsprechend. Und für alle, die sich vielleicht erinnern, ich bin ja früher sehr viel live gegangen. Hier ist tatsächlich mein kleines Live-Studio mit verschiedensten, ja, also mit dem großen Monitor, wo ich dann im Prinzip immer davor sitze, in einem kleinen zweiten Ersatzmonitor. Ja, und ja, hier bin ich also immer live gegangen, kann ich natürlich nach wie vor noch machen, findet aber momentan eher im Studio 2 statt, nämlich bei mir zu Hause. Hier ist ja Studio 1 und hier hängen dann auch noch ein paar Sachen hier aus einem Brand. Wichtige, ja, was soll ich sagen, Informationen muss ich mir vielleicht mal nochmal neu abtippen. Da habe ich so BIOS-Daten. Bei mir hat es ja mal gebrannt und das ist tatsächlich noch ein Zettel, der davon übergeblieben ist, den ich noch gesichert habe. Ja, ein paar Strapse, ein bisschen Bilder. Also mit Strapse meine ich hier diese Kabelbinder. Und hier mache ich also an diesem Arbeitsplatz mache ich überwiegend Datenrettung, Klonen von Festplatten und so weiter, weil hier habe ich verschiedene Power- bzw. Clone-Stations stehen und verschiedene Software, ganz viele Sticks, mit denen ich verschiedene Aufgaben erledige, von so Recovery-Sticks bis hin verschiedene Linux-Versionen. Das ist das, was sich so im Prinzip über die Jahre ansammelt, womit man dann letztendlich sein Know-how auch tatsächlich ja, sozusagen identifiziert bzw. pflegt, was man sich so halt so angeeignet hat, ne? Was man mühevoll so zusammensuchen muss. Ja, das war es dann auch schon mit dem Video und mit dem kleinen Rundgang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habt ihr Fragen dazu noch zur Werkstatt oder ähnliches, dann könnt ihr die natürlich gerne unter dem Video stellen in der Kommentarfunktion. Habt ihr selber Probleme oder ähnliches, dürft ihr mich gerne kontaktieren. Man kann auch Termine mit mir buchen, allerdings kostenpflichtig. Da packe ich auch mal einen Link unter das Video, falls ihr da irgendwie Probleme habt. Ansonsten seid ihr ja unterschiedlichst hier in meinen Kanal gekommen, wisst ja, was ich so alle kann. Und dann könnt ihr im Prinzip gerne sich bei mir melden. Optimalste Meldeform ist per WhatsApp. Die Kontaktdaten findet ihr immer auf der Homepage. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer die neuesten Informationen vom Tech-Piraten oder Automaten-Piraten, wie ihr es gerade habt.
haben wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.